Ich weiß, was du denkst. Was ist das alles? Das ist eine Pharo-Bank. Pharo war sehr beliebt im Wilden Westen und mit 22 Salons hier in der Stadt ist es sicher, dass Pharo eine beliebte Hobby der Minenarbeiter hier in Calico war. Tatsächlich waren Wyatt Earps Brüder James und Virgil 1885 in Calico und versuchten ein Pharo-Geschäft zu gründen. Das Spiel war leicht zu erlernen und zu spielen und man konnte lange Freude am Spiel haben, ohne viel Geld zu verlieren. In einem Pharo-Spiel gab es 4 grundlegende Ausrüstungsgegenstände. Das Layout bestand aus einer einzigen Familie von 13 Karten, normalerweise Pik, angeordnet in der Reihenfolge vom Ass bis zum König. Suiten spielten in Pharo keine Rolle. Der Casekeeper verfolgte jede vom Dealer umgedrehte Karte. Für jede ausgeteilte Karte wurde eine Perle bewegt. Der Scheckständer enthielt die Schecks, die zum Wetten verwendet wurden. Und in der Dealerbox befanden sich die Karten. Zu Beginn des Spiels mischt der Bankier die Karten und legt sie offen in die Dealerbox, während die Spieler ihre Einsätze auf dem Layout tätigen. Wenn alle Wetten abgeschlossen waren, entfernte der Bankier den Deckel und deckte so die Verliererkarte auf. Dann wurde die Verliererkarte aus der Schachtel genommen und die Gewinnerkarte zum Vorschein gebracht. Alle Wetten auf die Verliererkarte wurden vom Dealer eingezogen. Alle Wetten auf die Gewinnerkarte wurden 1:1 ausgezahlt. Wetten auf alle anderen Karten waren nicht betroffen. Spieler konnten mehrere Wetten abschließen und auf eine einzelne Karte wetten. Oder sie konnten Wetten auf mehrere Karten platzieren, indem sie einen Scheck zwischen 2 Karten, zwischen 4 Karten oder zwischen den Zahlen 6, 7 und 8 platzierten. Die Spieler konnten auch die High-Card-Wette abschließen, bei der sie darauf wetten, dass die Gewinnkarte einen höheren Wert hat als die Verliererkarte. Spieler würden ihre Wetten verlieren, wenn die Verliererkarte höher wäre als die Gewinnerkarte. Asse waren in Pharo niedrig. Nun, das sind die Grundlagen des Spiels Pharao. Die Chancen waren gut. Die Banker mussten betrügen, um zu verdienen. Manchmal wurden sie erwischt. Sehen Sie sich die Ausstellungen bei Lids an und scannen Sie die QR-Codes für Infos. Möchten Sie Pharao spielen, besuchen Sie die Kalifornien-Tage im Februar oder die Calico-Tage im September in Calico. Ich habe einen Spielsaal voller Spiele mit einem Platz am Tisch nur für dich. Findest du mich am Wochenende im Salon bei einem Pharao-Spiel? Schau vorbei, wann immer du in der Stadt bist.